Vor einigen Wochen bekam ich einen Kommentar auf eine meiner Videofolgen für dich. Und die Frage, die mir Rainer damals stellte, war: Hey Sven, könntest du eigentlich mal erzählen, wie du zum Unternehmertum gekommen bist? Und ja, auch wenn das heute natürlich eine ziemlich private Folge wird oder ein privates Video wird, möchte ich dieser Frage natürlich gern nachkommen, denn vielleicht kann das für dich auch eine Inspiration sein, dass du darüber nachdenkst, was in dir gegebenenfalls schon lange Zeit angelegt ist oder was in dir schlummert. Um ehrlich zu sein, habe ich das Unternehmertum erst sehr spät entdeckt. Aber um dahin zu kommen, musste ich natürlich erstmal eine längere Reise hinter mich bringen. Und die begann praktisch mit meiner frühen Kindheit, mit meiner Jugend, in der ich in der DDR aufgewachsen bin. Und die DDR war natürlich nicht gerade bekannt dafür, dass da privates Unternehmertum ganz oben dran stand. Ich kannte ganz ehrlich nur wenige, die tatsächlich ein eigenes Unternehmen hatten. Meistens waren das sehr kleine Werkstätten oder in unserem Haus damals, in einem größeren Wohngebäude, hatten wir eine Familie, deren Vater ein kleines privates Taxiunternehmen besaß, der auch noch Rennfahrer war und ja natürlich dadurch auch die ein oder andere Vergünstigung genießen konnte beim Auf- und Ausbau seines Unternehmens. Aber, wie gesagt, private Unternehmen waren zu DDR-Zeiten praktisch nicht wirklich angesagt und es gab sehr, sehr wenige Menschen, die dieses Thema für sich umsetzen konnten. Irgendwann allerdings, bei einer privaten Feier im Familienkreis, war mein Onkel zu Besuch, der noch vor dem Mauerbau in den Westen sozusagen abgereist war und da auch blieb. Und der war zumindest kein Unternehmer, aber der war Topmanager in einem großen Konzern. Und als er damals kam, hatte er ja ein Auto, mit dem er da unterwegs war, was mir natürlich als Teenager so eine Riesenfreude gemacht hat. Der kam in einem alten SL Cabriolet angefahren. Mercedes SL Cabrio, wenn du da so ein 80er Jahre Mercedes SL Cabrio schon mal gesehen hast, das ist ein tolles Auto. Und mit ihm unterhielt ich mich über Werte, mit ihm unterhielt ich mich über Geld verdienen, über Chancen im Leben und das natürlich von einem Jungen, der in der DDR die Grenzen kannte und der plötzlich irgendwie so Morgenluft schnupperte, weil was er mir erzählte, wollte ich auch unbedingt. Und das führte natürlich irgendwann dazu, dass ich eine Berufsausbildung gemacht habe, die, und das muss ich ehrlich sagen, die so gar nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun hatte. Ich bin in eine Schlosserlehre gegangen. Maschinen- und Anlagenmonteur hieß damals der Beruf ganz genau und diesen Beruf wollte ich aber unbedingt erlernen, aus dem einfachen Grund, er hätte mir die Möglichkeit gegeben, in den Westen zu reisen, nämlich als Monteur für diese Firma, die ins Ausland exportierte. Und so hätte ich die Welt sehen können, allerdings das verbunden mit meinem Beruf und ich hätte immer wieder die Gelegenheit gehabt, nach Hause zu kommen. Was hat das jetzt mit Unternehmertum zu tun? Noch nicht wirklich viel. Allerdings, wenn du weißt, wie rar diese Lehrstellen waren, diese Ausbildungsstellen, und ich sie mir trotzdem erkämpft habe, dann war das schon so eine erste Entdeckung, die in mir angelegt war. Wenn ich etwas haben will, dann arbeite ich hart dafür, dann kämpfe ich dafür und dann bekomme ich es auch. Nicht, dass es ein universelles Gesetz wäre, aber ich habe festgestellt, wenn ich mich wirklich reinhänge, wenn ich wirklich etwas haben will, dann werde ich auch bekommen. Und so war es auch mit meiner zweiten Ausbildung, die ich dann direkt drangehangen habe, denn, naja, 4 Wochen nachdem ich meine erste Ausbildung begann, hatte ich mal direkt die Erkenntnis, alles war theoretisch umsonst, nee, nicht wirklich, aber die Mauer fiel. Plötzlich war Deutschland vereint. Plötzlich konnte ich überall hin. Plötzlich war der Grund, warum ich diese Ausbildung begonnen hatte, nicht mehr existent. Ich habe diese Ausbildung trotzdem zu Ende gebracht. Allerdings war das Thema Geld, Geld verdienen, mit Geld umgehen, schon viel länger in meinem Kopf. Und das führte halt dazu, dass ich eine zweite Berufsausbildung gemacht habe und die dann bei einer Bank. Und auch hier war es so, ich wollte unbedingt in die Dresdner Bank. Jetzt komme ich aus Dresden und Dresdner Bank, das war irgendwie so ein Match, das hat einfach gepasst. Und deswegen habe ich mich damals auch nur bei der Dresdner Bank beworben. Und obwohl ich schon eine ganze Ausbildung hinter mir hatte und damit natürlich im Vergleich all der anderen startenden Azubis mal eben 3 Jahre älter war, habe ich diese Ausbildungsstelle auch bekommen. Ich wollte sie, ich habe dafür gekämpft, ich habe sie bekommen. Und so zog sich das praktisch durch meine ganze berufliche Karriere. Egal, ob ich nach der Ausbildung direkt im Treasury-Bereich der Bank arbeiten wollte, wo man mir sagte, eigentlich musst du erst 10 Jahre Berufserfahrung sammeln, bevor du diesen Job machen kannst, oder als ich meine erste Führungsaufgabe wollte.
Interessanterweise war es in dieser Zeit schon so, dass mich immer mal wieder Menschen fragten, sag mal Sven, wenn du nicht mehr in der Bank arbeiten würdest, was würdest du dann eigentlich tun? Ich kann dir heute nicht sagen, woher diese Frage kam oder warum mir Menschen diese Frage gestellt haben, aber ich weiß ganz genau, wie ich sie beantwortet habe. Nämlich immer mit demselben Satz. Wenn, dann würde ich etwas Eigenes machen. Das war für mich so ein wirklich feststehender Satz. Das war etwas, das kam von ganz tief drin und ich hätte dir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht mal sagen können, was es gewesen wäre, mit dem ich etwas Eigenes aufgebaut hätte. Und jetzt kommt praktisch schon mal so der Anfang von diesem Turning Point. Ab wann war es für mich denn klar, dass ich etwas machen muss? Während meiner Zeit als Leiter einer Abteilung, als Chef in dieser Bank, als ja, Vertriebschef, kann man sogar sagen, was ich dann zum Schluss auch für ein großes Flächenvertriebsgebiet gewesen bin, hatte ich verschiedene Erfahrungen, die mich zweifeln ließen, ob das, was ich tue, denn immer noch richtig ist. Insbesondere, weil ich Ziele vorgesetzt bekam, die aus meiner Warte so gar nichts mit der Realität zu tun hatten. Nicht mit der Realität eines Unternehmens, sondern mit der Realität der Zielkunden, um die ich mich mit meinem Team in dieser Region kümmern sollte. Wir sollten Produkte verkaufen, die so gar nicht zum Lebensstil und zur, nennen wir es mal, zum Konsumverhalten dieser Menschen passte. Und das war natürlich ein Thema, das hat mir viele Fragezeichen in den Kopf gebrannt. Darüber hinaus musste ich Menschen abbauen. Ich hatte jedes Jahr in meiner Zielvereinbarung stehen, ich muss Menschen sozusagen entweder nach Hause schicken, das heißt also zum Arbeitsamt schicken, oder ich muss ihnen zumindest mitteilen, dass sie in meinem Team keinen Platz mehr haben werden. Nicht, weil ich das so wollte, sondern weil die Personalplanung vorsah, dass ich mit einem kleineren Team weitermachen sollte. Und das war für mich kein Verständnis von Wachstum. Wachstum hat für mich etwas damit zu tun, dass ich mehr Menschen einstelle und mit diesen Menschen mehr Ziele erreiche, mehr Menschen glücklich mache. Und das war irgendwie so gar nicht angelegt. Und so ist es passiert, dass ich natürlich auch ein Stück weit unzufrieden wurde. Und diese Unzufriedenheit hat sich insofern ausgedrückt, dass ich gefühlt, zumindest hat mir das mein Umfeld gespiegelt, immer weniger Lust hatte auf viele, viele Dinge. Auch das Lachen habe ich ein Stück weit, ich will nicht sagen verlernt, aber ich habe seltener gelacht. Ich hatte seltener Spaß an den Dingen, die ich sonst so gerne tat. Und das hat natürlich angefangen, mein Umfeld nachdenklich zu machen. Und so hat mir mein Umfeld das gespiegelt. Ganz besonders meine Schwester dieser Zeit. Und sie schenkte mir dieses Buch, von dem ich dir in einem anderen Video schon mal erzählt hatte. Und dann habe ich dieses Buch gelesen. Und als ich dieses Buch las, war für mich klar, jetzt ist die Zeit, etwas zu ändern. Und ich habe meine Bank gebeten, mit mir in einen Aufhebungsvertrag einzusteigen, dem sie auch entsprochen hat. Wir haben uns, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du jemals darüber nachdenkst, etwas Eigenes zu machen, wofür es vielleicht auch ganz gut sein kann, wenn du durch eine Abfindung oder zumindest durch eine finanzielle Unterstützung deines ehemaligen Arbeitgebers weiterkommen willst, dass du dich in Würde von einem Unternehmen trennst, dass du Anstand bewahrst, dass du nicht mit Dreck wirfst. All die ganzen Dinge sind wichtig, wenn du einen Aufhebungsvertrag machen willst. Die Bank und ich, wir haben uns geeinigt, wir sind erhobenen Hauptes voneinander weggegangen und dann kam allerdings erstmal eine Zeit, in der ich mich orientieren musste, in der ich Abschied nehmen wollte. 23 Jahre in einem Unternehmen bedeutet natürlich, du hast unglaublich viel Erfahrung gesammelt und ich hatte eine Bindung zu dieser Firma. Ich hatte eine über 23 Jahre gewachsene Beziehung und die war plötzlich zu Ende und das muss man verarbeiten. Das hieß für mich also nicht sofort reinstürzen in irgendetwas Neues, sondern mir erstmal die Zeit geben, Abschied zu nehmen von dieser Zeit und mir Gedanken darüber zu machen, was könnte es denn werden, mit dem ich gern einen eigenen Weg gehen möchte. Und du hörst es jetzt wahrscheinlich schon heraus, zu diesem Zeitpunkt stand überhaupt nicht fest, in welchem Themenbereich ich mein eigenes Unternehmen aufsetzen werde. Es kam kurze Zeit später zu einer Begebenheit, dass ich mich mit einem guten Freund, mit dem ich viele, viele Jahre in Kontakt geblieben bin, der früher mein Azubi war in der Bank, mit dem in ein Gespräch kam und wir beide zu der Erkenntnis kamen, eigentlich würden wir gern in dem Themenbereich, in dem wir wirklich gut sind, nämlich Vermögensmanagement, Vermögensaufbau, Vermögensplanung und natürlich Portfoliostrukturierung, in dem Bereich würden wir gerne etwas tun. Und so haben wir beschlossen, ein gemeinsames Unternehmen auf die Beine zu stellen, die Bartel & Lorenz Asset Management GmbH. Und sie wurde dann praktisch Ende 2015 Realität und daraus entstand eine Beratungsfirma für Vermögensverwaltung. Das hieß,
Meine erste eigene Firma ging an den Start und damit war natürlich alles klar. Wir mussten natürlich unsere Zielgruppen definieren, wir mussten uns Gedanken darüber machen, mit wem möchten wir arbeiten, welche Produkte wollen wir anbieten, welcher Qualität wollen wir uns verschreiben, wo finden wir diese Menschen und vieles, vieles, vieles mehr. Das war so der Anfang meines Unternehmertums. Allerdings darf ich dir jetzt schon sagen, der Grund, warum ich jetzt hier sitze und für dich dieses Video aufnehme, ist nicht, dass meine Vermögensverwaltung das einzige Unternehmen ist, was ich mittlerweile besitze, sondern es ergab sich aus einem Zufall heraus, dass es ein zweites Unternehmen gab. Und dieses zweite Unternehmen ist so viel tiefer in mir angelegt, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Und deswegen möchte ich dir jetzt gern auch noch ein Stück davon erzählen, denn vielleicht ist es auch für dich ganz spannend, was du tun kannst und was dabei behilflich sein kann, deinen eigenen Weg zu finden. Ich hatte ein Interviewangebot für einen Podcast und in diesem Podcast habe ich praktisch meine eigene Story erzählt. Meine Unternehmensphilosophie, wie sind wir aufgestellt als Vermögensverwalter, mit welchen Kunden arbeiten wir und was machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Und dieses Interview hat eine so hohe Einschaltquote, eine so hohe Downloadquote bekommen, was nachher dazu führte, dass mir unglaublich viele Menschen E-Mails schrieben. Und diese E-Mails hatten im Kern alle dieselbe Frage. Nämlich, sag mal Sven, was muss ich eigentlich tun, um mir irgendwann auch eine Vermögensverwaltung leisten zu können? Jetzt nicht im Sinne von Preis, sondern im Sinne von Volumen. Finanzieller Erfolg, finanzielles Vermögen, was eine Vermögensverwaltung für dich entsprechend managen kann. Und diese Frage hat mich neugierig gemacht, denn bis zu diesem Zeitpunkt waren meine Kunden einfach meine Kunden und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was sie denn eigentlich dazu gebracht hat, diese Vermögenswerte aufzubauen. Und dieser Frage nachgehend in Kombination mit meiner eigenen Lebensphilosophie und natürlich den Erfahrungen, die ich gemacht habe, kam immer mehr heraus, dass es Unternehmertum ist, was Menschen zum Erfolg bringt. Unternehmertum ist, wenn du es aus eigener Kraft machen möchtest, der einzige Weg, um unlimitiertes Gehalt zu bekommen, unlimitiertes Einkommen zu produzieren und dich dabei zu entscheiden, dieses Einkommen natürlich einerseits zum Aufbau eines Unternehmens und andererseits aber zum Aufbau eines Vermögens zu nutzen. Und ich habe mit vielen meiner Kunden gesprochen, ich habe sozusagen, wie gesagt, meine eigene Historie hinterfragt und habe die Entscheidung getroffen, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein könnte, Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und das habe ich mit 2-3 Menschen getan. Das habe ich zunächst erstmal for free gemacht, weil ich erstmal ein Gefühl dafür bekommen wollte, passt das überhaupt zu mir und ist das etwas, was angelegt ist und mit dem man wirklich auch Erfolge für andere Menschen produzieren kann. Und das Interessante war, wir hatten 3 solche Coachings mit interessierten Personen und diese 3 Coaches sind am Ende des Tages aus diesem Coaching rausgegangen und haben gesagt, wow, ich hätte nie gedacht, dass das etwas ist, womit ich ein eigenes Business starten kann. Wir haben Unternehmen gebaut, wir haben Businessstrategien entwickelt, wir haben Marketingstrategien, ja, vorgedacht und all das war möglich, weil ich mich an etwas erinnerte, was schon immer da war, was mir erst in diesem Moment wirklich bewusst wurde. Ich kann in Menschen Potenziale finden und sie sehen. Ich bin dazu da, Menschen den Spiegel vorzuhalten für das, wofür sie über ihr Leben lang blind geworden sind. Nämlich die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Potenziale und das, was sie für andere Menschen wertvoll macht. Und das war eine Erkenntnis, die war für mich unglaublich bereichernd, denn in der Vergangenheit habe ich das immer getan. Es war etwas, was schon immer in mir drin war. Wenn mich irgendjemand nach einem Rat gefragt hat, dann konnte ich immer eine Antwort liefern und meistens war dieser Rat auch hilfreich. Und jetzt plötzlich hatte ich eine Chance, das auch in ein Business zu überführen. Und das führte dazu, dass ich nach diesen 3 Coachings mein erstes eigenes, nennen wir es mal Beratungsbusiness für Unternehmensgründung und für Unternehmensentwicklung auf den Weg gebracht hat. Und mittlerweile betreue ich Unternehmer in Masterminds, das heißt ein Jahr lang gehen wir gemeinsam den Weg des Wachstums für jeden, der an dieser Mastermind teilnimmt und das ist eine sehr kleine, elitäre Gruppe von Menschen. Und das ist so bereichernd, das ist so unglaublich und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es mich immer wieder bestätigt, wenn ich sehe, dass Menschen, die durch meine Impulse, durch die gemeinsame Arbeit mit mir wachsen, größer werden, finanzielle Erfolge feiern und nachher, und das ist das Faszinierende,
interessante und dankbare Kunden in meiner Vermögensverwaltung werden. Es ist ein spannender Kreislauf, der sich dadurch entwickelt hat. Das heißt, ich habe dir jetzt natürlich einerseits schon mal direkt mein Business beschrieben und du kannst allerdings nachvollziehen, wie sich dieses Business hergeleitet hat. Es ist nicht immer die Planung, die du brauchst, um herauszufinden, was für ein Business du machen kannst. Manchmal heißt es einfach, geh den Weg doch erstmal ein Stück, probiere dich aus und finde heraus, was dir tatsächlich in die Wiege gelegt wurde, wo deine Talente sind. Und es sind nicht immer nur Talente, es sind unter anderem auch Erfahrungen, die du gemacht hast. Und es sind Skills, die du dir angeeignet hast, Fähigkeiten, die du über viele Jahre entwickelt hast, die du kultiviert hast und die dich jetzt zu jemandem machen, der von anderen Menschen nicht nur ernst genommen wird, sondern der direkt gesucht wird in der persönlichen Weiterentwicklung, in der Kooperation, in der Zusammenarbeit. Und wenn du all das mal für dich auch Revue passieren lässt, was in dir angelegt ist, dann würde ich darauf wetten, dass auch wir, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen würden, herausfinden, welches Business steckt eigentlich in dir. Egal, wo du bisher herkommst. Und das ist etwas, mit dem möchte ich dich gern einladen, einfach mal in dich hineinzuhören, einfach mal zu überlegen, was die letzten Jahre eigentlich bei dir so abgelaufen ist, welchen Weg du beschritten hast und wann immer mal wieder Menschen in deinem Umfeld dir das Signal gegeben haben, da ist irgendetwas in dir, da ist irgendetwas mit dir, was deine Augen leuchten lässt, was dich weiter, ja, ich sag's mal, weiterbringen kann und wo Menschen bei dir Orientierung suchen. Wie gesagt, schau mal rein. Das war meine Unternehmerstory. So bin ich zum Unternehmertum gekommen. So bin ich heute erfolgreich mit meinen beiden Unternehmen. Ich freue mich unglaublich über jeden Menschen, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Und auch das ist ein Ergebnis von Unternehmertum. Wenn du weißt, was dich wirklich ausmacht, wenn du weißt, was dich für andere Menschen wertvoll macht, wenn du den Proof of Concept bekommst, wenn Menschen für deine Leistung auch bereit sind, Geld zu bezahlen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Dann ist es nämlich kein Krampf um den Kunden, sondern du strahlst das aus, was du als Unternehmer mit dir bringst und was du für andere leisten kannst. Ich wünsche dir bei der Suche oder vielleicht einfach mal nur bei dem Blick hinter all die ganzen Lebenserfahrungen, die du gesammelt hast, jetzt eine interessante Erkenntnis. Ich wünsche dir einen tollen Weg dabei und wenn du natürlich beim Thema Unternehmertum, Business, deinen eigenen Weg gehen möchtest oder zumindest Impulse mitnehmen willst, dann heißt es jetzt für dich, abonniere den Kanal. Denn hier bekommst du ganz, ganz viel Material, was dir dabei helfen kann, dein Business auf den Weg zu bringen, dein Business weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu machen. Denn vielleicht hast du auch schon mal gehört, was dich bis hierher bringt, bringt dich nicht aufs nächste Level. Also auch das kannst du hier in diesem YouTube-Kanal mitnehmen. Deswegen abonnieren, Glocke betätigen und dann bekommst du natürlich immer eine Anzeige, wenn das nächste Business, Investing oder Attitude-Video für dich online gegangen ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.